Outrageous bedeutet auch cool, wie man jetzt mittlerweile schon, denke ich mal, verstanden haben sollte. What the hell? Volitella Super Mario Bros. 3? Zumindest fast. Der ist raus. Naja, das ist nicht. Ja, es sind an sich nicht die Teile aus Super Mario Bros. 3, aber vergleichbare Gegner sind es auf jeden Fall. Holy fuck. Holy fuck. Wenn die Sprichwörter immer absurder werden. What the hell? Ah, es reicht sogar. Ja, ich hab's nicht umsonst mitgenommen. Oh shit, ich muss ihn töten. Zack. So einfach geht's. Ah, ich wusste es irgendwie, dass da irgendeine Scheiße passiert. Da kommt glaube ich ein Fisch raus, ne? Galumba. Den ich fast umgerannt hätte, weil ich dachte, der wäre unverwundbar wie Fische. Was heißt unverwundbar, Mann? Ich drehe schon komplett durch. Nicht unverwundbar. Oh. Yoshi, Yoshi, Yoshi! Ist aber, denke ich mal, verständlich mit diesen Leveln. Ich dachte mir die ganze Zeit so, wann kommt das Timer her? Nein! Oh. War's das? Sieht ganz so aus. Nein, doch ne. Das war's aber für mich. Nee! Ich hab's geschafft! Alter, ernsthaft? Hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ist es jetzt wirklich das letzte Level schon? Funky Kong? Funky, meine ich. Ist ja fast das gleiche. Nein, böse. Böse, böse Yoshi. Böse, böse. Yoshi, ganz böse. Komm her. Ja, ganz lustig. Och Junge, ist mir das gerade wirklich passiert? Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Okay, wofür ist die grüne Frucht da? Ich weiß es nicht. Ist hier oben was? Nope. Ach, die macht so komische Geräusche. Ach, Junge. Yoshi, Mann. Okay, das war meine Schuld. Ich bin einfach nur schlecht in diesem Game. Naja, so schlecht bin ich jetzt auch wieder nicht, aber... Okay, was bringt mir der Peace Wedge? Hauptsache erstmal aktivieren. Ah, mir bringt der Peace Wedge, dass ich hier komplett verarscht werde. Hä? Okay. What the hell muss ich hier machen? Wäre ich groß, würde ich jetzt weiterkommen, aber so nicht. Na, komm mal mit. Kommst jetzt mal mit. Also nur zur Hälfte.
Geh da hoch jetzt. Das muss ich machen. Gut zu wissen. Ich habe eigentlich keine Zeit für diesen Quatsch. Na los. Jetzt kommen die Teile wieder. Ah, warum mache ich das? Komm, dreh dich. Ach, da ist nichts drin. Ernsthaft? Komm her. Ach, ich brauche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na, ja, bei einer Sekunde gestorben. Genau so muss es sein. Ach, das geht im Mehrspieler nicht. Ich wollte eigentlich die Overworld zeigen, aber ich glaube, das geht im Mehrspieler nicht. Also ich drücke mal L oder R, oder L und R. Und in beiden Fällen geht's nicht. Also von daher... Pech gehabt? Nee, ich kann's ja einblenden. Aber ich glaube, das mache ich. So, diesmal lässt sich der Scheiß auch verhindern, zumindest fast. Ich warte jetzt einfach, bis Yoshi zurückkommt. Yoshi. Ach, ich bin so dumm. Yoshi, nein. Nein. Glück gehabt, Yoshi. Jetzt hätte ich dich leider töten müssen. Abgesehen davon, dass du es selbst schon getan hast, aber... Okay. Oder hätte es nicht hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ist auf jeden Fall genau gezählt gewesen. Ist auf keinen Fall etwas ungenau. Jetzt mach durch da. Nee, ich will nicht drüber fliegen. Das ist nicht. Das ist echt nicht cool. Aber das ist auch nicht cool. Uff. Mit mir, nicht mit fucking mir, okay? Okay. Diese Scheißmusik. Die Musik, die macht das Ganze... Alter, jetzt dreht er da um. Ja komm, gib das Leben. Ich habe nämlich keins. Oh, das erinnert mich an diese Hammer... Rose aus Super Mario Bros. Ich bin jetzt ungefähr wieder da, wo ich vorhin war. Und mit ungefähr meine ich wirklich ungefähr. Hier hatte ich, glaube ich, irgendwo Yoshi verloren. Diesmal verliere ich hier Yoshi. So kann sich das ändern. Nein, ich habe ihn bekommen. Also, das war jetzt ein überraschtes Nein, weil ich ernsthaft nicht damit gerechnet habe. Dass es noch was wird mit mir und Yoshi. Komm her, Yoshi. Easy. Ja, hier ist eine Feder drin, aber die kann mir egal sein, weil ich nämlich genug Federn habe. Komm, das hole ich mir jetzt. Wofür gibt es denn diesen Trick? You are a super player. Ah, ich war jetzt geraten, ich hatte sogar recht. Doppelte Ausrufezeichen. Na komm, wenn ich schon so ein super Player bin. Noch zum letzten Mal die 40. Und zum letzten Mal das Bonusspiel. Und das habe ich auch noch perfekt abgeschlossen. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ja, das war's. Ich finde, wenn man alle 8 kriegt, sollte man noch ein extra Leben bekommen. So, wo führt mich das jetzt hin? Das darf unrechtmäßig Luigi rausfinden. Ah, und das ist sie, die geänderte Overworld. Ja. Ich zeig's mal kurz hier bei diesem Level. Ich hoffe, man sieht es hier und yep, das ist ab jetzt Koopa. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus, es ist eine Mario-ähnliche Gestalt. Keine Ahnung, was es darstellen soll. Und hat man, glaube ich, danach auch nicht mehr gesehen, zumindest ich nicht. Diese komischen Gestalten. Der ist noch normal, gut zu wissen. Der ist immer noch genauso scheiße und nervig. Die Monty-Maulwürfe, wie sind die drauf? Genauso. Ja, viel hat sich nicht geändert. Ich glaube, es ist nur die Overworld. Und naja, nicht nur. Also, es ist soweit ich weiß noch ein bisschen mehr. Ja, die Piranha-Pflanzen zum Beispiel sind jetzt Kürbisse. Yoshi. Easy. Denk mal, ich gucke mich nochmal auf der ganzen Welt um. So, okay. Das hier oben ist auch herbstlich gestaltet. Ah ja, ich nehme den normalen Weg. Ich habe jetzt erst überlegt, ob ich vielleicht sogar die Sterne... Das sieht auch ein bisschen heller aus. Das sieht ganz lustig aus, muss ich schon zugeben. So, mal sehen, wie es im Forest of Illusions aussieht. Ach, das ist auch Herbst. Und hier ist es auf einmal grün. Das sieht sehr seltsam aus. Und wie sieht's bei Bowser aus? Ach, ich bin so dämlich. Ach, die Kugelwillis sind jetzt irgendwelche komischen Vögel. Mir ist im Nachhinein noch die Star Wars eingefallen. Also die Star World, dass die sich auch verändert hat. Deswegen schneide ich das jetzt hier so mit rein. Ja, es ist jetzt hier Nacht. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant. Und als lustigen Fun Fact kann ich vielleicht noch erwähnen, dass ich... Also das hat sich nicht verändert. So, wenn man jetzt da hinten reingeht. Na komm, Mario. Dann ändert sich das Ganze nicht. Ja, gut zu wissen. Das war es auf jeden Fall nicht wert. Und naja, das war's mit diesem Let's Play. 100% abgeschlossen. Und ja, dann bis zum nächsten Video.